die Programmiersprache, wenn wir jetzt aus Deutschland gucken, sicherlich die zweite Sprache werden, dann noch vor Englisch. Aber letzten Endes wird die Programmiersprache wahrscheinlich sogar irgendwann noch wichtiger werden. Mhm. Aber was ja ganz klar ist bei uns, ist, wir sind komplett archaisch noch. Also wir sind ja noch eigentlich alle Neandertaler, wie wir uns verhalten, von den Grundbedürfnissen her. Das muss ja auch irgendwie mitkommen mit der technischen Entwicklung. Und da brauchst du ja vielleicht Menschen, die so ein bisschen dann auch eine Stütze sein können, die dich auch dabei begleiten, damit umgehen zu können. Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Heute mit dem fantastischen Sharon Paschke. Erstmal Sharon, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Heute wird es um die Geschichte von Sharon gehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, unglaublich. Kurz zum Hintergrund. Vor ein paar Wochen, also Sharon und ich kommen aus der gleichen Stadt. Und komischerweise sind wir seit langem hier tätig, aber sind uns seit vielen, vielen Jahren nicht mehr über den Weg gelaufen. Und dann ging es über Umwege und dann kamen wir doch wieder zusammen. Und ich war bei Sharon im Podcast. Und an dem Tag, wo wir bei dir produziert haben, war ich hin und weg von deiner Geschichte, die ich seit dem Abi ja gar nicht mehr verfolgt hatte. Es ist ein super Podcast, den ich hier auch nochmal verlinken werde. Sowohl meine Folge bei dir, als auch natürlich allgemein dein Podcast, den ich nur empfehlen kann. Und mich interessiert heute nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was hast du für Entscheidungen getroffen? Denn wir gehen in eine Zukunft einer völlig neuen Arbeitswelt. Das hat zwangsläufig die Folge, dass wir neu denken müssen, neu lernen müssen. Mut wird eine Rolle spielen. Das, was ich mitbekommen habe bisher, war der pure Mut bei dir, die Entscheidung, die du getroffen hast. Sharon, als allererstes, was machst du eigentlich jetzt gerade? Wenn ich jetzt nur eine Aufzugsfahrtzeit habe, dann sage ich mir der Kompass für unbewusste Strategien und decke das auf, was dich vielleicht schon jahrelang stört, aber dir nie wirklich bewusst war und du dadurch eine Veränderung erfahren kannst, die A, nachhaltig ist und B, dich tatsächlich befreit, um in Zukunft vielleicht mutiger zu werden, das Leben zu leben, was du gerne leben möchtest. Hast du einen Schwerpunkt von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Ja, einerseits Unternehmer oder die Profisportler. Mhm. Wenn wir bei den Unternehmern sind, auch deren Beschäftigte. Da haben wir dann Produkte oder Dienstleistungen im Endeffekt, wo wir sagen, das wollen wir auch Beschäftigten ermöglichen, nicht nur den Unternehmern, denen quasi die Firma gehört, sondern letztendlich auch den Beschäftigten. Und dann findet man halt individuelle Vereinbarungen. Und ansonsten Profisportler und angehende Profisportler, da reden wir jetzt allerdings von zwei verschiedenen Firmen dann. Und jetzt, wie bist du da hingekommen? Denn was hast du zuerst gemacht? Gehen wir mal so diesen klassischen Weg. Ich meine, wir kommen jetzt in die Post-Corona-Phase irgendwann. Wir werden einiges erleben noch in den nächsten Jahren. Ich spreche da lange drüber, Thema exponentieller Wandel. In immer kürzeren Zeitabständen passiert mehr und mehr. Neue Wege gehen, Mut haben, Dinge auch mal austesten. Wir werden nicht mehr ein Leben lang genau das Gleiche machen. Und trotzdem kriege ich immer noch mit, auch in vielen Gesprächen mit Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten. Thema Sicherheit, klassischer Weg. Was hast du erstmal gemacht nach dem Abitur? Klassischer Weg und Sicherheit. Ja? Also ich bin nach dem Abitur erstmal, habe ich Zivildienst gemacht bei Johanniter, habe dann Rettungssanitäter gemacht, habe gedacht, das wäre vielleicht genau das Metier, in das ich rein will. Ich hatte immer so überlegt, gehst du in die Bank, studierst du Medizin oder Kfz-Mechaniker. Mhm. Also ich habe einfach mir die Frage gestellt, was ist das Wichtigste für uns Menschen? Mhm. Und wann war das? Ganz kurz, wann war das? Da war ich so 17. Da habe ich mir dann die Frage gestellt. In welchem Jahr? 2001 habe ich dann Abi gemacht. Ist ja mittlerweile wichtig zu sagen, jetzt sind wir im Jahr 2020. Ja. So, und 2001 war natürlich vor Social Media, vor komplett. Künstliche Intelligenz, Blockchain, die ganzen Buzzwords jetzt gerade, komplette Veränderung, nur um da mal einen Einblick zu geben. Also ungefähr 2001. Mhm. Genau. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist wichtig für uns? Uns ist wichtig, Bescheid zu wissen über unseren Körper. Uns ist wichtig, Bescheid zu wissen über das Auto. Wichtig, Bescheid zu wissen über die Finanzen. Weil all in den Gebieten kann es halt immer sehr riskant sein, wenn du keine Ahnung hast. Und dann habe ich diesen Rettungssanitäter gemacht, habe gemerkt, boah, so Nachtschichten und wachgeklingelt werden und dann wirklich für Menschenleben da sein. Das war für mich zwar tagsüber super möglich, aber nachts unter den Bedingungen, also Chapeau an alle Menschen, die in diesen Jobs arbeiten,
also Hochachtung, ja, ich konnte es nicht und deswegen habe ich mich dann für dann die anderen beiden Bereiche entschieden, habe ausgewählt, was machst du, gehst jetzt noch studieren. Das war dann aber erstmal, nee, wollte ich nicht, ich wollte dann doch in die Bank gehen. Habe dann eine Bewerbung abgeschickt und zwar in die Sparkasse Remscheid, wurde dann angenommen und habe gesagt, okay, dann gehst du jetzt den Weg. Ja, das war erstmal der Sicherheitsweg, ne? Tatsächlich so Bank und dann auch Bankkarriere und das war auch wirklich mein Ziel, also einfach lange in der Bank bleiben, da am besten auch noch in Rente gehen, das war tatsächlich so mein Approach am Anfang, als ich so die Ausbildung auch schon fertig hatte, war es immer noch mein Weg. Ja, was kam dann? Ich habe halt gemerkt, so auch auf dem Weg der Sicherheit, merkst du brauchst ja auch immer noch mehr weitere Fortbildung, Ausbildung, um auch irgendwo zu rechtfertigen, dass du auch noch mehr Geld verdienen darfst. Und so war es dann so, dass ich dann Fortbildung gemacht habe, Studien gemacht habe, also ein Studium gemacht habe über die Rheinische Sparkassenakademie und so weiter und so fort, aber dann auch gemerkt, ah, ich mache noch ein Wirtschaftsstudium dran. Habe mich dazu damals entschieden mit Martin Kordic zusammen, warum ich den Namen erwähne, kommt dann ja auch gleich. Da haben wir gesagt, komm, wir studieren noch nebenbei. Also hatte ich dann auf einmal so eine 80-Stunden-Woche, ja, weil dann den ganzen Samstag noch ein Studientag, dann zweimal abends in der Woche, es ging dann über die FOM. Und dann habe ich aber angefangen zu merken, das ist nicht wirklich das, was ich will. Also Menschen saßen bei mir in den Beratungsgesprächen in der Bank. Ich war ja dann auch Individualkundenbetreuer, also einfach Bankkaufmann. Und ja, Menschen haben mich gefragt, was muss ich abschließen mit ihnen oder bei ihnen, damit ich 2 Stunden mit ihnen sprechen kann. Das fand ich, als du mir das erstmal gesagt hast, ne? Das, also dann zu merken, die Menschen wollen zu mir kommen, und wollen Zeit mit mir verbringen. Ja, und vor allem, wenn du 25 bist und dein Kunde ist 55. Ja. Das, also jetzt, ich will jetzt keine Altersdiskriminierung hier vornehmen, aber mal ganz ehrlich, ich lebe noch nicht mal so lange, wie die Person schon, also im Vergleich älter ist als ich. Ja. Die fragt mich um Rat oder möchte mit mir sprechen. Und das habe ich natürlich gefragt. Also bei aller Liebe, was kann ich ihnen denn sagen? Und dann sagt er, es geht mir nur viel mehr darum, dass sie zuhören können. Ist so normal. Und dann sagt er, findet er nicht. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, dass er das Gefühl hat, dass ich keine Maske trage. Mhm. Und echt, wirklich, also mein Podcast heißt ja auch Dialog ohne Masken. Mhm. Ne? Und ich finde so, genau in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade unseren Podcast aufnehmen, wir haben so viele Leute gerade mit Masken rumrennen, finde ich schon enorm, welchen Zeitgeist ich da jetzt gerade getroffen habe. Mhm. Und das ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und ich habe halt gesagt, ja, boah, ich trage schon mal Masken. Also ich begrüße manchmal am Morgen Leute, wo ich einfach gar keinen Bock habe, die zu begrüßen. Mache es aber aus Anstand. Und dann sagt er, aber genau das meine ich. Die sagen das ja wahrhaftig. Ich sage, okay, ja, gut. Also ja, so ist es dann. Und dann, keine Ahnung, Ehepaare, die sich über ihr Sexleben bei mir im Kreditgespräch gestritten haben, wo es überhaupt nicht dazu hinkam. Also es ist ja nicht so, dass ich dazu Fragen gestellt habe. Und da habe ich mir auch mal die Frage gestellt, warum bei mir? Ist das nicht vielleicht auch bei allen anderen so? Und habe meine Kolleginnen und Kollegen gefragt und die sagten, nee, bei denen ist das nicht so. Mhm. Oder halt seltenst. Bei mir war es aber an der Tagesordnung nahezu. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, vielleicht spreche ich irgendwas anderes in den Leuten an, dass ich mit dem Finanzbereich dann nur zum Teil abdecken kann. Mhm. Ja, und so habe ich dann das vom Studium abgebrochen und habe erstmal gesagt, wenn, möchte ich aus vollster Überzeugung jetzt etwas machen. Ich merkte aber schon, dass wahrscheinlich die Bankzukunft nicht mehr wirklich da sein wird für mich. Ja, und somit begegnete mir ein Kunde, der mir erzählte, dass er Sozialpädagogik studiert. Und ich habe ihn einfach zu dem Studium gefragt, weil ich kannte diesen Studiengang so nicht. Pädagogik, klar, kannte ich, aber Sozialpädagogik als Studiengang kannte ich nicht. Und dann hat er mir gesagt, was man damit alles machen kann und was da möglich ist. Und dann habe ich so gedacht in dem Moment, ey, das ist genau das, was für mich gut wäre. Und dann habe ich ihm gesagt, danke, das studiere ich jetzt. Und dann sagt er, wie, das studieren Sie, sitzen hier in der Bank, sind mein Berater. So, ja, aber ich werde das machen. Dann hat er gesagt, ja, es gibt auch viele Nachteile. Ich so, ja, dann raus damit. So verkaufe ich ja auch gerne in der Bank oder beraten und verkauft. Erstmal die ganzen Nachteile aufgezählt und dann die Vorteile und gesagt, okay, sind Sie bereit, die Vorteile zu genießen und die Nachteile zu schlucken? Muss ja machen, ne? Hast ja nicht jedes Mal ein Sparbuch. Aber selbst beim Sparbuch hast du ja auch Risiken. Also zumindest ganz, ganz weit weg zu führende Risiken. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, trotzdem, das kaufe ich. Und wirklich ein Jahr später haben wir uns die Klinke in die Hand gegeben an der Uni. Damals war die Fachhochschule Düsseldorf noch auf dem Unigelände in Düsseldorf. Und dann ging er raus, ich rein. Und er so, nicht ernsthaft. Und ich so, doch, hier ist meine erste Vorlesung. Und er so, es ist unglaublich, ich habe mein Diplom gerade in Empfang genommen. Also, er hat an dem Tag sein Diplom in Empfang genommen, wo ich halt gestartet habe. Welches Jahr war das? Das war dann 2008.
Ich muss nämlich nur kurz reinwerfen, weil ich ja auch sehr viel darüber spreche, welche Auswirkungen Künstliche Intelligenz ist ein Buzzword. Aber was gerade in verschiedensten Industrien passiert und überall die Debatte ist, muss jetzt jeder Programmierer werden oder Data Scientist? Und wie sieht es denn jetzt aus mit Philosophie, Sozialpädagogik? Und man sieht ja hier, selbst wenn man jetzt im Jahr 2020 ist, kann ich nur sagen, miteinander reden, Dinge hinterfragen, reinhorchen in den anderen, nur um das mal nochmal jetzt gerade proaktiv mitzugeben, ein Riesending. Und wir brauchen natürlich mehr Menschen, die in solche Bereiche gehen. Es muss nicht jeder Data Scientist werden. Die brauchen wir auch. Und da werde ich noch in vielen Podcasts weiter drüber sprechen. Was finde ich ganz interessant, dass wir jetzt zwar von 2008 sprechen, aber gerade jetzt heute. Ich glaube, da viele jetzt auch nachdenken und überlegen, oh nein, ich muss aber unbedingt was mit Technologie machen. Aber da kommen wir gleich noch zu, in welche Richtung du da auch gehst. Von daher finde ich das, ich will es nur noch mal eingeworfen haben, super, super spannend. Wie ging es weiter? Ja. Das ist interessant, vielleicht nur als kleiner Zusatz zu dem, was du gerade gesagt hast, was definitiv ja wichtig ist, neben der ganzen technischen Entwicklung, die wir haben. Und sicherlich wird die Programmiersprache, wenn wir jetzt aus Deutschland gucken, sicherlich die zweite Sprache werden, dann noch vor Englisch, wobei ja die meisten ja dann auch sind. Mhm. Aber letzten Endes wird die Programmiersprache wahrscheinlich sogar irgendwann noch wichtiger werden. Mhm. Aber was ja ganz klar ist bei uns, ist, wir sind komplett archaisch noch. Also wir sind ja noch eigentlich alle Neandertaler, wie wir uns verhalten, von den Grundbedürfnissen her. Das muss ja auch irgendwie mitkommen mit der technischen Entwicklung. Und da brauchst du ja vielleicht Menschen, die so ein bisschen dann auch eine Stütze sein können, die dich auch dabei begleiten, damit umgehen zu können. Technische Entwicklung ist, bedeutet einfach noch mehr Verantwortung. Mhm. Und damit musst du umgehen können. Ja. Dafür brauchst du eine bestimmte persönliche Reife. Also so sehe ich das. Vielleicht habe ich da auch einen völlig falschen Blickwinkel dazu, weil ich komme jetzt nicht aus dem KI-Bereich sozusagen, aber du, ich so auch würde ich es halt sehen. Nur eine kurze, auch hier wieder eine kurze Bestätigung. Ich habe das oft erwähnt, das überforderte Gehirn, das Buch unter anderem von Adam Gazzelli geschrieben. Wir haben ein Steinzeitwerkzeug hier oben und jetzt werden wir überflutet gerade mit Technologien und das will vorbereitet werden und da fehlt mir teilweise noch einiges. Deshalb finde ich auch deine Geschichte so interessant, warum man in diesem Bereich auch jetzt gerade vor allen Dingen Fuß fassen kann. Kann ich gerne gleich noch erzählen, also noch ein bisschen umfassender. Also letzten Endes habe ich dann das Studium begonnen. War aber noch in der Sparkasse, weil die ist mir total cool entgegengekommen und gesagt, also wir würden dich gerne zu 50% behalten, dann arbeite bitte im Semesterferien komplett durch und komm zwischendurch, wann du kannst. Mhm. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe. Und haben gesagt, ja, lass uns das zusammen beobachten, würden dich aber gerne noch halten, weil vielleicht ist das ja doch nichts für dich und dann kannst du wieder zurückkommen. Mhm. Okay, also mir hat der Job ja sowieso Spaß gemacht. Ich hatte super Kolleginnen und Kollegen, also das war wirklich eine tolle Zeit auch dort. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da weggegangen bin, weil es schlimm war, sondern es war schon richtig gut, aber ich habe irgendwie gespürt, ich will noch was, was für mich persönlich besser ist in meiner Entwicklung. Und und dann bin ich halt diesen Weg halt gegangen und habe nach dem ersten Semester gemerkt, das ist es. Ich will das auf jeden Fall noch mehr machen. Und dann war schon klar, dass ich mich selbstständig machen werde. Und Martin Korditsch hat damals auch gesagt, ich bin dabei. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich genau machen will. Und dann hat er gesagt, mir ist das egal. Selbst wenn wir Toilettenpapier bedrucken, und das heute jetzt auch eine geile Anekdote ist, ist mir das egal. Hauptsache, wir beide machen was zusammen. Okay, dann habe ich gesagt, alles klar. Er hat sogar noch vor mir gekündigt und hat vor mir, also hat sogar auf seinen Namen erstmal den Mietvertrag unterschrieben und Darlehensvertrag. Also irre. Also ich hätte ja immer noch sagen können, ah nee, ich mach's doch nicht. Hattet ihr schon einen kompletten Businessplan? Ja, genau, da hatten wir den dann auch erstellt. Nur wir sind beide erstmal als eine Bürogemeinschaft gestartet quasi und jeder in seinen Bereichen und haben geguckt, was funktioniert davon denn jetzt tatsächlich? Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Die Idee, die wir hatten, war grundsätzlich erstmal, dass wir Mentoren werden für Finanzen, also Finanzmentoren. Mhm. Das Wissen verkaufen, um Menschen bei ihren Entscheidungen halt eine sehr gute Stütze sein zu können. Heißt nicht, dass sie das Produkt bei uns gekauft haben, sondern sicher waren, wie sie sich hätten entscheiden dürfen. Mhm. Also einfach ne, mit dem Wissen heraus. Ne? Du schreibst ja auch nicht die Mathearbeiten für die Schülerinnen und Schüler, sondern die wissen durch dich halt einfach eine ganz andere Sicherheit zu erfahren, wenn sie in die Klausur gehen. Trotzdem eine Garantie, um das zu bestehen, haben sie ja dann auch nicht. Nur die Wahrscheinlichkeit ist einfach weitaus höher im Bereich Stochastik. Und und auf jeden Fall war es dann aber so, dass diese Idee dann relativ schnell verworfen wurde durch meine Abschlussarbeit. Weil aufgrund des Studiums habe ich halt ganz andere Kulturen noch kennengelernt, ganz andere Sichtweisen, die mir total
abgekommen sind, aufgrund dieser Bankenwelt. Also ich hatte immer nur noch ein kleineres Kundenklientel, es ging einfach nur noch um mehr Zinsen, mehr Steuern sparen und irgendwie hatte ich nur so, also quasi nur mit Reichtum zu tun. Und ich habe auf einmal durch das Sozialpädagogikstudium noch ganz andere Welten wieder gesehen, an die ich mich eigentlich auch wieder dann erinnern konnte, weil ich habe als kleiner Junge mal 2,5 Jahre in Irland gelebt, in Dublin, mit 5 bis 7, also 4,5 bis 7 und habe dann halt einfach auch ganz andere Kultur eh schon kennengelernt und bin zurückgekommen nach Deutschland und wurde halt behandelt wie, also man hat mich damals genannt, ich bin ein irischer Jude, aufgrund Sharon als Vorname und aufgrund meines irischen, englischen Akzentes. Was aber total witzig war, wenn die Mutter Petra, Vater Jürgen, Oma Edda, Opa Helmut heißen und alle kommen irgendwie aus Mönchengladbach oder Berlin und ich habe überhaupt nichts mit irgendeiner anderen Internationalität zu tun. Ja? Ich denke, okay, aber so war es dann halt. Ne? Mhm. Und deswegen weiß ich, wie es sich anfühlt, in quasi meinen eigenen Landesgrenzen sich als Ausländer zu fühlen oder auch im Ausland dann zu leben, nicht im Urlaub nur zu sein, sondern dann auch dort zu leben und eine Sprache lernen zu müssen. Mhm. Und ich habe ja damals auch andere Schule kennengelernt, und zwar in Uniform. Und mit Prügelstrafe und allem, mit Toilettenzeiten, du standst in der Schlange und dann warst du dran und dann musstest du halt auf Toilette gehen können und wenn nicht, musstest du einhalten bis zur nächsten Zeit. Mhm. Und also das ist für viele kein Begriff. Ich wurde zum Glück nicht geschlagen in der Schule, aber ich habe gehorcht, weil ich halt einfach Angst hatte. Und da musste ich Irisch lernen. Es gibt ja irisches Englisch und das Irisch. Also einfach mal, um Leuten einen Vergleich zu geben. Du hast Dublin Airport oder Beiler attackliert. Das ist quasi das auf Irisch, also ganz andere Sprache, also das Keltische halt. Und wenn du das lernst und du hast direkt das als Vokabel am Anfang und die Strafe ist, wenn du was nicht weißt, dass du da irgendwie einen Schlüssel abkriegst oder irgendwas, das war schon Wahnsinn zu erleben. Nach 3 Monaten bin ich rausgekommen, meine Eltern haben das mitbekommen, dass dort sowas passiert. Meine Eltern haben einen ganz anderen Erziehungsstil mit mir gehabt, weil sie genau sowas in ihrer Kindheit leider erfahren mussten. Haben sie gesagt, so wird unser Sohn niemals groß. Als sie das erfahren haben, mich sofort rausgenommen. Und wo haben sie mich draufgesteckt? Auf eine German School. Und da durfte ich ohne Uniform, ich durfte in meinen also in meinen normalen Klamotten hingehen und es war ein ganz freier Unterricht. Und ja, dann aber wiederum nach Remscheid zurück und dann kam meine Entstehungsgeschichte, die dann gewachsen ist in Remscheid. So als kleiner Link einfach mal, welche Person da eigentlich sich mit Mitte 20 entschlossen hat, eine Art Mentor zu werden. Weil viele sagen, ey, du warst viel zu, also zu dem Zeitpunkt. Mitte 20 ist zu jung, genau, ne? Du bist doch so viel zu jung. Du willst mir für mich jetzt Mentor sein. Genau. Werd mal erwachsen oder so. Genau. So, du hast doch noch gar keine Lebenserfahrung. Ja, aber ohne das jetzt anmaßend zu meinen, aber ich meine, ich bin jetzt 38 und ich habe vielleicht, und ich meine das nicht im Wettbewerbsvergleich oder so muss das sein, aber vielleicht kann es ja auch sein, dass jemand in meinem Alter jetzt einfach mehr Erfahrung hat als vielleicht mancher mit 70. Ohne das jetzt anmaßend zu meinen, aber wenn jetzt einer sein Leben lang vielleicht an dem gleichen Ort ist und nie woanders war, nie im Ausland war, nie das hat, nie das, nie das, nie eine Firma gegründet hat, nie Mitarbeiter, also da hast du ja einfach 1000 andere Erfahrungswerte, wichtige Freunde vielleicht auch verloren hat, also jetzt durch den Tod, das sind alles so Erfahrungswerte, die kannst du ja, ja, die machen dich ja zu einem bestimmten Menschen. Und nicht jeder muss Mentor werden, sondern das ist ja auch das Interessante, in sich hineinzuhorchen. Ich glaube, das machen auch immer weniger. Was habe ich überhaupt bisher für einen Weg gehabt? Für mich ist ja auch ja, ständig auf der Reise so. Ne? Also was kannst du jetzt noch machen? Passt das wirklich? Dann trotzdem einfach mal testen. Ich sage mal, das sind ja wirklich jetzt mutige Entscheidungen, aber eben trotzdem auch durchdacht, denn du hast ja in dich reingehorcht und dann kommt halt viel zusammen. Du brennst für etwas, ja, du sagst jetzt nicht einfach so, auch ich probiere jetzt mal, wir probieren auch, also testen ist das eine, aber jetzt einfach so willkürlich einfach rauszugehen, nur schon so ein bisschen mal zu hinterfragen, was geht da eigentlich, ne? Und ich meine, jetzt geht es ja weiter in deiner Reise. Ne? Du sagtest jetzt habt ihr angefangen und genau, es musste halt jetzt, also das, was ja fehlte, war das Konkrete. Das ist ja so nervig. So erstmal so Menschen helfen oder Menschen unterstützen. Ja, okay, und jetzt hatten wir ja einen Bereich, aber der war es dann für mich auf einmal nicht durch das Studium, durch die Abschlussarbeit. Denn ich hatte, also die Anekdote muss ich einfach erzählen,
ich wollte eine Abschlussarbeit schreiben über den Sportmentor, also der Sportmentor für Profisportler. Mhm. Und das ist so eine Art Laufbahnbegleiter für Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Mhm. So, jetzt, wie bin ich darauf gekommen? Es gab einen Tag, da wollte ich echt Studium einfach mal schwänzen. Ja? Ich wollte mal nicht in die Uni gehen, ich musste nicht zur Sparkasse arbeiten gehen. Also das hieß musste, weil ich hatte ja schon gewisse Stunden soll. Mhm. Das war manchmal ein bisschen anstrengend, wenn du so gar kein Studentenleben hast. Mhm. Ich hatte da meine Studikollegen, die waren dann feiern, die waren da, also, und ich habe dann einfach gesagt, nee, ich habe mein Ziel, ich will meine Firma machen. Und ich war wirklich bam, jede Woche 50, 60 Stunden einfach immer durchgezogen und alles geschafft irgendwie. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen schwänzen. Ja? Und dann bin ich dann zu Hause geblieben, habe die PlayStation angemacht und ich glaube, ich habe Pro Evolution Soccer gespielt. Ich meine, das war's. Und nach einer halben Stunde habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Beweg deine Hintern in die Uni. Ne? Und dann bin ich wieder gefahren, bin losgefahren, fahre in die Uni, sitz da. Und jetzt sitzt da Klaus Kotzern, das ist der Vorstand der Outback-Stiftung, und stellt halt die Outback-Stiftung vor, so machen die das halt dann. Stellen dann sich den Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen vor oder Arbeitern auch, also und Arbeiterinnen, das ist so ein Studiengang, der so zusammengeschlossen wurde zu der Zeit. Und sagt da halt, ja, das ist Praxisvorstellung, was bieten wir eigentlich an? Flexible Erziehungshilfe. Und da lag so ein Flyer. Und auf der letzten Seite gab es so Sportmentoring und da waren so zwei Leverkusener Spieler aus der Jugend abgebildet. Mhm. Und dann hieß da Laufbahnbegleitung, das und das und hier und ich denke so. Und dann kam wie so eine innere Stimme, also das hört sich echt irre an, also das hatte ich auch nur da irgendwie und vielleicht nochmal zwischendurch, aber ganz selten zumindest. Und dann so, du bist der Sportmentor. Hm. Und ich so, hä? Mann ey, ich habe doch gerade noch, wollte ich doch PlayStation zocken, jetzt sitzt du hier und hast so Gedankengang, okay. Und dann in dem Moment sagt Klaus Kotzern vorne, und wir waren so 30 Studenten, die da saßen, sagte, also was total cool wäre, und dann nahm er Bezug auf diesen Flyer mit dem Bereich Sportmentoring, für diesen Bereich wäre super, wenn doch mal endlich ein Banker ein Sozialpädagogikstudium macht und die Jungs auch begleiten könnte auf beiden Ebenen. Ja. Ich so, hä, hab ich das jetzt geträumt so? Ich hab eine Zeit lang gerne Scrubs geguckt und der Doc hat ja immer so Tagträume und ich habe so gedacht, okay, klar, mein Gott, habe ich jetzt nicht geschlafen, bin ich überarbeitet oder irgendwas. Dann sagt der Professor noch so, ach witzig, wir haben ja einen sitzen. Also diese Kombination Bank und Sozialpädagogik, die ist wirklich so häufig wie, keine Ahnung, wenn du eine Münze wirfst und die bleibt auf der Kante liegen. Mhm. Das war Wahnsinn. Ja, und dann habe ich Klaus Kotzern begrüßt und dann hat er gesagt, ja, jetzt ist eigentlich der Moment, dass wir uns unsere Visitenkarten austauschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nur keine, noch nicht. Aber in einem Jahr habe ich meine Firma definitiv. Und dann würde ich gerne auf sie zukommen. Jetzt bin ich aber vorher auf ihn zugekommen, weil ich gesagt habe, gibt es dazu eigentlich eine Facharbeit? Hm. Wurde das mal geprüft, ob es einen Sportmentor gibt oder nicht? Ja, und dann gab es das nicht. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das als Facharbeit. Und so fing ich an, ein Praktikum zu machen bei dieser Outback-Stiftung und habe währenddessen halt ganz viele Interviews geführt. Nur mein Problem war, ich kannte keinen Profifußballer. Okay. Das ist eine Challenge jetzt. Jetzt freue ich mich schon auf das, was du jetzt erzählen wirst. Ne? Jetzt, ich kenne keinen. Wie komme ich jetzt ran? Jetzt kam die Challenge. So, und jetzt, was machst du? Das Einzige, was du weißt, ist, du kennst Trainingszeiten, du weißt, wo die Vereine trainieren und jetzt musst du die anquatschen. So, dann habe ich mir gedacht, boah, ich bin jetzt so jemand, der kann das einfach nicht. Also ich kann das generell nicht gerne. Also ich kann anquatschen oder ansprechen und Fragen stellen, das kann ich alles. Mhm. Aber jetzt Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, boah, das ist, kann ich mir einfach nur vorstellen, ah, jetzt will wieder irgendeiner was von mir. Gerade heutzutage kennt man ja, ne? Da schreibt mich wieder einer bei Instagram an, Snapchat, Twitter, ja, YouTube. Genau. Und was will der jetzt? Ne? Ja, exakt, genau. Und dann habe ich mir überlegt, boah, was machst du denn da jetzt? Naja, und dann habe ich aber erstmal vielen erzählt, was ich jetzt für eine Facharbeit schreibe, habe mal so Leute, gute Bekannte rumgefragt, so, hey, was, wen kennt ihr da vielleicht aus dem Bereich? Dann kam mal irgendwie was. Naja, und dann habe ich an der Uni hatte ich Sportpädagogik, einen Teilbereich. Und ich bekam von der Professorin ein Thema zugeteilt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich gleich schmunzeln. Und das Thema war Michael Jackson. Also jeder sollte, der eine hatte Derwisch-Tänze, der andere hatte Rock'n'Roll, der andere, ich bekam Michael Jackson, einfach als Großthema. Boah, ich dachte, okay, die Professorin hatte irgendwie was mit dem Tanztheater hier Wuppertal Pina Bausch zu tun. Und sie sagte, Sharon, du kriegst Michael Jackson. Und ich so, okay, gut, das käme ich mit aus, ja, konnte eine super Präsentation machen. Und wir sollten aber auch was mit Tanzen machen. Und na ja, dann habe ich halt Billie Jean vorgeführt und dann hat die gesagt, okay, kriegst eine 6. Und da habe ich gesagt, wie bitte? So, wirklich gesagt, wie, ich krieg eine 6? Ja, kriegst eine 6, wenn du uns allen nicht den Moonwalk zeigst und wie das Tanzen geht. Ich so, okay, ja, dann
was soll ich jetzt machen? Ja, das nächste Unterrichtseinheit ist quasi dann deine Einheit. So, okay, alles klar. Ich konnte aber, ich kann das nicht beibringen. Ich konnte nicht zählen, ich kann kein Tanzen beibringen. Ich habe das ja immer autodidaktisch gelernt. Ja, und dann kam Will Messine dazu und der war auch in diesem Sportpädagogik-Ding und er war so ein R&B-Künstler. Also habe ich erst dadurch alles erfahren. Er hat mich angesprochen und meint so, wo hast du das denn gelernt? Und dann habe ich gesagt, das hat mir alles selber beigebracht. Dann sagte er so, das glaube ich nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, wirklich. Ich habe nur den Moonwalk, bin ich in einen Square-Dance-Verein reingegangen, weil der Tanztrainer konnte den Moonwalk und den wollte ich unbedingt lernen. Mhm. Und habe 3 Monate Square-Dance mitgemacht, bis ich den Kack-Moonwalk konnte, ja. Und dann wieder abgemeldet. Und übrigens, die wollten mich immer mal rausschmeißen, weil die sagten, so einen schlechten Tänzer haben sie noch nie gesehen. Also ich kann einfach nichts anderes tanzen außer Michael Jackson. Und dann hat Will Messine mich angesprochen. Will Smith, auch geil. Wäre auch gut gewesen. Der wäre auch nicht schlecht gewesen im Sozialpädagogikstudium. Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ey, ich habe gehört, du schreibst so eine Arbeit für Profifußballer oder mit Profifußballer. Und ich so, ja, also du brauchst Interviewpartner, ne? Ich so, ja. Also ich habe mit einem Musik gemacht. Ich so, okay, mit wem? Ja, mit Christian Panda von Schalke 04. Willst du dich gerne mit dem treffen? Ich so, ja, klar, gerne. Ja, und dann hat der das alles organisiert und der hatte gar nichts davon. Der ist mit dem Zug aus Bergisch Gladbach extra nach Köln gefahren, wo ich mich dann mit Christian Panda treffen konnte. Mit ihm habe ich mich 3 Stunden unterhalten. Mit Christian Panda habe ich dann gesagt, ey, Wahnsinnstyp und der wäre in meinen Augen schon der perfekte Sportmentor, wenn mal seine Karriere vorbei ist. Ja, und dann kam Klaus Kotzer noch und meinte, hier, pass auf, ruf mal Zecke Neuendorf an, wenn du länger als 20 Minuten bei dem am Telefon sein kannst und der nicht einfach aufgelegt hat, dann schaffst du es wahrscheinlich auch in der Bundesliga. Ich so, okay, wieso ist der so hart? Ja, wenn der sich nicht eine Sekunde dafür interessiert, dann legt er sofort auf. Ich so, okay, ja klar, ja, ich habe mit dem telefoniert, hat 3 Stunden gedauert. Der hat mir dann eine Telefonnummer geschickt von Malik Fatih, der damals bei Mainz gespielt hat. Und so fing das alles an, sich zu entwickeln. Ich bekam Interviews und ich musste noch nicht mal an den Trainingsplatz, was ich erstmal befürchtet hatte. Aber dennoch entwickelten sich interessante Gespräche. Mhm. Und dann saß ich auf einmal mit Thomas Tuchel zusammen. Ich saß mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammen, habe Interviews geführt. Und das Resultat war, es gibt keinen Sportmentor und er ist absolut sinnvoll in dem Bereich. Hm. Jetzt wissen wir beide aber, wenn du natürlich eine wissenschaftliche Untersuchung machst, liegt es immer im Auge des Betrachters. Hm. Hätte ich wahrscheinlich 1000 Gründe dafür gesucht, die dagegen sprechen, wäre vielleicht auch am Ende das Resultat gewesen, weil ja grundsätzlich auch dieses Feuer in mir schon immer ist des Sportmentors. Also ich kann das auch, glaube ich, gar nicht verheimlichen. Ja, ja. Merkt man. Ja, und so ist das dann halt gekommen und dann war diese Arbeit fertig und ja, und in der Arbeit war es dann halt so, dass damals zum Beispiel Malik Fatih gesagt hat, ich würde gerne, dass du mein Sportmentor bist. Mhm. Und ich so, boah, der so, ja, wie teuer ist denn das? Ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob ich das so kann, ehrlich. Also, das ist ja so interessant, entschuldige, dass ich reinwerfe, aber dieses, Thema, auch wenn ich mit Jugendgründen unterwegs bin, nicht einfach gründen, sowieso muss nicht jeder gründen, sondern man sollte zusehen, auch du hast ja nicht nach dem Abi so, ich gründe jetzt, weil alle gründen, einen Weg zu finden, aber dann auch, du brennst für eine Sache, man hat jetzt, ich meine, jeder kann seine Schlüsse ziehen, man kommt über eine Tanzeinheit auf einmal zu Profisportlern, weil man für eine Sache brennt und dann ergeben sich aber Businessmöglichkeiten, das wird man gleich sehen, sondern wie du gerade sagst, ist auch, ich weiß gar nicht, man schafft neue Märkte. Also ich finde das super interessant, gerade jetzt auch als Appell nach da draußen, wenn man für eine Sache brennt und da auch mal dran bleibt und dann ergibt sich auf einmal etwas und jetzt will ich dich nicht länger stören. Du hast gesagt, ja, wie nehme ich dafür? Keine Ahnung. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir es so, ich begleite dich einfach eine Saison und du guckst, A, ob dir das gefallen hat, B, was es dir wert wäre und C, wie wir das halt zusammen vereinbaren können. Ja, und so fing es dann an. Und dadurch, dass er und ich recht schnell gemerkt haben, dass wir uns da sehr gut tun gegenseitig, kamen so ein paar Sachen auf, die mir da nicht so bewusst gewesen wären. Natürlich ist auf einmal in diesem Umfeld des Profisportlers auf einmal eine Person, wo alle anderen denken, wer ist das jetzt? Warum hat der jetzt so viel Einfluss oder Wirkung oder wie auch immer sie das vielleicht von außen betrachten? Was passiert da gerade? Mhm. Und das war schon interessant zu erleben, wenn jetzt so eine weitere Person da reinkommt. Ich kann ja auch auf einmal gefährlich werden für manche Leute, die vielleicht gewisse Vorteile daraus zogen. Ja, und dann war es halt klar, nach einem Jahr hat er gemerkt, super. Und ich habe halt gesagt, wenn dir das gefällt und schon in der Zwischenzeit und du irgendwie das Gefühl hast,
das wäre irgendwie doof ohne Bezahlung oder so, dann lad mich doch in diese Bundesliga-Welt ein, damit ich das verstehen kann. Und da ist natürlich ein riesen Risiko hinter, dass ich sofort zur Presse rennen könnte oder so. Weil ich habe natürlich Dinge erfahren, die, also wenn es nach finanzieller Freiheit ginge, könnte ich das jetzt sofort erwirken, aber da, das wäre Blutgeld sozusagen, ja. Es geht da einfach nicht drum, sondern es geht darum, einfach dieses Gefühl zu bekommen, was steckt da eigentlich hinter dieser Welt. Und ja, so ist es dann gekommen. Er hat mich dann mit integriert. Ich habe viele Leute kennengelernt, habe sensationelle Leute kennengelernt, wie zum Beispiel auch Hans-Dieter Herrmann, der Sportpsychologe der deutschen Nationalmannschaft. Den mag ich so gerne und das ist einer, der mich sehr inspiriert hat mit seiner Art und Weise. Und wir uns auch jetzt gelegentlich gesehen haben. Und es ist so schön, weil er mir damals Sachen gesagt hat, 2011, die ich nicht glauben konnte, wo ich gesagt habe, er kennt mich kaum. Wie kann er so ein positives Feedback schon zu mir äußern? Und ich darf sagen, er hat wirklich recht gehabt. Also scheinbar hat er schon vorher gesehen und gewusst, was da so sich entwickeln kann. Ja, und über diesen Weg habe ich halt natürlich ein ganz anderes Gefühl bekommen. Was mir gänzlich fehlte, war das Social Media gehen. Also ich hätte, wenn ich alles jetzt dokumentiert hätte mit Fotos und Videos und ich würde meinen Kanal jetzt vollhauen, hätte ich jetzt wahrscheinlich 500.000 Follower oder so. Was ich jetzt nicht habe, weil ich das ganze Material gar nicht habe. Und wenn ich es habe, würde ich es auch gar nicht veröffentlichen, weil ich würde eventuell dann halt irgendwie das in Abrede stellen, wofür wir stehen, und zwar für die Verschwiegenheit, die wir halt auch erleben und lieben. Ich glaube, es ist interessanter, den Weg zu verfolgen. Deshalb versuche ich ja unter anderem mit meinem Podcast auch die Story dahinter auszuloten. Und es ist ja nie zu spät, mit der Content-Produktion zu beginnen, aber eher in dem Sinne, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, was du auch Richtung Mentoring für Kids vorhast, Riesenthema. Wie war es jetzt parallel mit dem, ich meine, man muss hinterfragen, es ist super, diese Erfahrung zu bekommen, durch den Weg, den du gegangen bist, zu so einem Kontaktkreis zu kommen, mit Menschen zu sprechen, permanent weiter zu lernen, aber man muss ja auch Business machen nebenbei. Das heißt, wie lief das jetzt parallel noch? Genau, also wir hatten ja dann unsere Bürogemeinschaft, bis wir dann letztendlich auch eine GbR gemacht haben, ein paar Jahre später. War es so, dass ich Seminare gegeben habe, Vorträge gehalten habe und währenddessen mir das so aufgebaut habe mit dem Sportbereich, weil ich wollte das total unabhängig machen. Wenn die Sportler gesagt hätten, ich habe keine Lust mehr, dass du mich begleitest, dass das auch in Ordnung ist, dass ich jetzt nicht sofort finanziell ins finanzielle Brachland gehe. Und die Seminare wurden immer besser und besser und besser. Ich wurde da quasi so reingeworfen. Ich wollte immer nur 1:1 Coachings machen, bis mich eine Mentorin sozusagen einfach mal angerufen hat und hat gesagt, hey, Sharon, du warst mal Seminarteilnehmer bei mir, als du in der Sparkasse warst. Ich habe gehört, du machst Sozialpädagogik oder hast das fertig abgeschlossen. Du wärst doch bestimmt ein super Referent für Seminare. Dann habe ich gesagt, wie viele sind denn in so einem Seminar? Ja, so 20 Leute. Ich sage, hab ich nicht für gemacht. und dann meinte sie so, ja, kannst du mal hospitieren. Ich so, okay, klar, gucke ich mir mal an. Also bevor ich jetzt irgendwie Nein sage, was ich nicht kenne, probiere ich es aus, um dann tatsächlich Nein sagen zu wollen und oder zu können. Aber dann habe ich gemerkt, es macht doch schon Spaß. Und dann habe ich einmal hospitiert, zweimal hospitiert. Das dritte Mal war dann schon ein sehr herausforderndes Seminar über eine Woche. Und am Sonntag rief sie mich an und sagte, ja, du musst das komplett alleine machen. Ich bin jetzt raus, ich habe einen anderen Job. Ich so, was? Ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Also musste ich eine Woche ein Seminar geben von einem Themengebiet, das ich zwar so kannte, aber sicherlich nicht ein Experte war. Also jede Frage, die mir gestellt wurde, war bestimmt in dem Gebiet, das ich eben nicht kannte. Ja? Und ich habe die Woche ich habe Angstschweiß gehabt, ich habe nicht schlafen können, ich habe jeden Abend von 18 Uhr bis 23 Uhr mich vorbereitet für den nächsten Tag, habe dann die Experten angerufen, habe einen Themenspeicher, hat mir den Hintern gerettet. Also ich habe einen Themenspeicher gemacht, habe immer gesagt, wenn jetzt eine Frage kommt, die mich außer Rand und Band bringen würde, ich poste die auf dem Themenspeicher und greife die spätestens Ende der Woche auf. Das heißt, am Ende der Woche habe ich 1000 Sachen noch bearbeitet, wusste dann aber alles und wusste halt von den Quellen her, dass sie auch wirklich werthaltig und sinnvoll sind, die Sachen, die ich weitergebe. Ja, und so habe ich dann diese Woche gerockt und dann hat es sich so entwickelt, dass ich halt immer mehr Seminaraufträge erhielt und Martin auch. Und wir wurden immer besser in unseren Bereichen, die wir gemacht haben. Er hat ja Diplomkaufmann abgeschlossen. Er ging mehr in den Bereich Wirtschaftsseminare. Und ja, wir beide haben uns immer getroffen in dem Business-Sektor, wenn es um die Unternehmer und die Beschäftigten ging.
um quasi, ja, man sagt ja immer, Herz und Hirn sind wir. Mhm. Also Martin ist das Hirn, ich bin das Herz, wobei natürlich wir beide auch beides haben, mhm. aber wofür wir sehr stehen. Mhm. Die einen reden mit mir über die Emotionen ja. und mit ihm über die Verstandeskomponenten, aber er hat das nötige Herzblut auch wiederum, um sie auch dort zu packen mhm. und zu greifen. Ja, und wenn du dann merkst, Vorträge funktionierten super, Seminare, ich hatte ein super Training, ich habe im Jahr 30 bis 35 Seminare, die ich gebe mhm. Und dann ja vielleicht so zwei Keynotes, also ich habe da nicht so den Fokus drauf gelegt, aber es hat sich dann so entwickelt und ja, und damit konnte ich dann, oder konnten wir sehr, sehr gut schon existieren mhm. und dann kam der Sportbereich dazu mhm. und der wurde jetzt immer größer mhm. und im ersten Jahr begannen wir schon mit 3 Profifußballern mhm. und das war Wahnsinn, dass sich das so entwickelt hat, also im ersten Jahr nach dieser Probezeit mit Studium und mit Malik Fatih, was ich ja erzählt habe. Ja. Also quasi das zweite anschließende Jahr. Ja, und dann wurde es immer größer und ich habe dann meine Abschlussarbeit auch als Buch rausgebracht. Ah, ja. Aber auch da wird dir das jetzt so ein bisschen in die Karten spielen zu dem, was du gerade gesagt hast. Das war jetzt nicht alles vorher mit einem riesig coolen Businessplan geplant, mhm. sondern eher habe ich viele Sachen hinterher nachgeplant. Mhm. Also ich weiß nicht, wer das nochmal gesagt hat. Ich meine, der Inhaber von Virgin Records. Ja, ist er nochmal. Richard Branson. Richard Branson. Ich meine, der hat gesagt, irgendwie so in der Art, ich hoffe, ich zitiere ihn da richtig, wenn du einen Auftrag cool findest und ihn und dafür angefragt wirst und du hast ihn aber noch nie vorher gemacht, nimm ihn erstmal an und lern dann, wie es geht. Ja, ja, ja. Und da habe ich so gedacht, ja, das stimmt. Ich musste die auch erstmal annehmen und sagen, okay, jetzt lerne ich, wie es geht. Und genauso war es beim Sportmentoring, genauso war es bei den Seminaren, es war überall so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Menschen denken, sie müssen erstmal alles gelernt haben, 1000 Zertifikate haben und dann auf einmal sind sie bereit. Nein, dann kommt nämlich auf einmal das Leben und dann hast du da Menschen und die haben eine Erwartung. Und da hilft dir kein Zertifikat, da hilft dir gar nichts, da hilft dir einfach deine Intuition, dein Herz. Und vor allem das Zuhören. Und zu checken, was brauchen die Leute gerade. Und das ist das Wesentliche. Und da hilft dir leider kein Zertifikat, kein Studium, nichts hilft dir. Ich hoffe einfach ein echt cooles Elternhaus und coole Leute in deinem Umfeld, die darauf bedacht sind, deine Energie zu heben. Und trotzdem werfe ich mit rein, weil ich kann mir vorstellen, wer jetzt zuhört oder zuschaut, ein Grundfundament an Wissen. Denn natürlich hast du ja eine gewisse Richtung und ich kann mich erinnern, als ich bei dir war, es ging ja um so Sachen, wo viele vielleicht jetzt sagen, nee, nie im Leben. Also du hast da so kleine Tests und so gemacht. Ich meine, das muss man eigentlich live bei dir erleben. Das müsste man eigentlich mal verfilmen. Aber vielleicht, um da einmal nur in die Tiefe zu gehen, jetzt eine Frage, was genau machst du denn jetzt da, diese Freistoßgeschichte? Kannst du die mal kurz erzählen? Darfst du die erzählen? Die weiß ich nicht. Ja, darf ich erzählen. Ja, die darf ich erzählen. Es gibt so ein paar Sachen, die darf ich sicherlich nicht erzählen, aber die darf ich erzählen, weil wenn ich über so Sachen dann offiziell rede, dann darf ich auch drüber reden. Ja. Da hole ich mir immer auch das Feedback, ob das in Ordnung ist. Die Story findest du auch übrigens im Express, wenn man da so ein bisschen googelt. Also ich weiß nicht, wie die drauf gekommen sind, aber die haben es rausgefunden. Auf jeden Fall ist es so, dass ja durch diese ganze Entwicklung dann diese Bereiche immer mehr hervorkamen. Okay, Mentoring, Coaching. Und ich hatte dann so ein paar Erlebnisse gehabt. Ich hatte zum Beispiel mir ein Kambein gebrochen, relativ kompliziert, also nicht kompliziert, aber ich habe das lange mit rumgeschleppt. Und es sollte halt aus dem Becken was rausgefräst werden, da eingesetzt werden. Und ich hatte das erste Mal was gebrochen in meinem Leben. Und ich kannte nur so Gips, 6 Wochen, alles gut. Ne? Und jetzt auf einmal mit OP und was. Ich so, oh, nee, das kann nicht sein. So ein Handgelenksversteifung. Dann habe ich gesagt, könnte ich erstmal einen Gips haben? Ich würde was anderes probieren. Und dann meinten die so, was wollen Sie denn probieren? Ich so, ja, das nennt sich Mentaltraining. Da habe ich mich ausgelacht im Krankenhaus. Ja, also das war echt interessant. So. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre das denn möglich? Ja gut, dann geben wir ihnen Gips und in 4 Wochen machen wir eine Röntgenaufnahme, dann müssen wir sie aber wahrscheinlich dann operieren. Ne? Ich so, okay, also habe ich 4 Wochen Zeit? Ja, sie haben 4 Wochen Zeit. Also das war wirklich echt komisch und skurril, die Situation. Und was fing ich habe Folgendes gemacht, ich habe Röntgenaufnahmen, MRT-Aufnahmen, alles aufgehangen im Büro, da war ich schon im Büro und dann habe ich mir quasi vorgestellt, wie mein Kambein zusammenwächst. Also ich habe einfach so ein Buch gelesen, wie Hypnose heilt und da war dieses Beispiel mit der Zitrone, du stellst dir vor, du zerschneidest die Zitrone und dann nochmal, dann hast du eine Spalte in der Hand, dann nimmst du die Zitronenspalte in die Hand, quetscht so ein bisschen, siehst du, wie die Flüssigkeit so rausgeht und dann so weißt du so rein, ne? Und bei manchen reicht es schon, allein nur wenn du drüber redest, dass schon irgendwie mehr Speichel kommt und alleine, dass du vielleicht ein Bild von der Zitrone hast. Und dann sagte der Autor, Wolfgang Riedel war es, wenn das ja schon diese Wirkung hat,
was macht es denn dann erst, wenn wir gewisse körperliche Prozesse stärker fokussieren, stärker visualisieren? Da habe ich mir gedacht, ja komm, was soll's, wenn das jetzt funktioniert mit meinem Kahnbein, dann lerne ich die Hypnose, dann mache ich dann eine Hypnosetherapie-Ausbildung. Mit allem Zip und Zap, was dazugehört, aber ich glaube da nicht dran. Also das war wirklich mein Gang so. Ja, und da habe ich mich da hingesetzt und jeden Tag wirklich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mir immer vorgestellt, wie mein Knochen zusammenwächst. Habe bei YouTube Videos angeguckt, wie so Knochenwachstum ist, wie das so aussieht, wenn man mehr Kalzium da reinkommt und ne, wie sich der Knochen aufbaut, mit dem Periost da drumherum, also der Knochenhaut. Aber das war wirklich jeden Tag vorgestellt, weil ich hatte eh nichts anderes zu tun. Ich habe mein rechter Handgelenk halt da komplett, also den Arm in Gips bis hier oben, also bis zum Ansatzoberarm. Ja, und nach 4 Wochen kam dann die Röntgenaufnahme. Meine Mutter hat mich noch hingefahren, weil ich hatte einen Schaltwagen, ich durfte halt nicht fahren. Und habe ich zu meiner Mom noch gesagt, was sagt denn so deine Mama-Intuition? Hat das geklappt? Und dann sagt sie so, ey, ganz ehrlich, ich keine Ahnung, aber wenn das geklappt hat, das wäre schon abgefahren. Ne? Ich hatte auch noch super Support, auch jetzt aus meiner Familie, auch von meinem Dad her. Ja, letzten Endes war es dann so, dass dann die Ärztin reinkam und mit der Röntgenaufnahme und sagte, ja, Paschke, das ist halt alles verknöchert. Und da war ich voll traurig. Also ich habe dann gedacht, fuck. Also so viel zu Thema Fremdbegriffen oder Fremdwörtern, ja. Und dann meine Mutter so, ja, was heißt denn das denn jetzt eigentlich? Weil ich dachte, das hat nicht funktioniert. Ja, ja. Und dann sagte sie so, ja, keine Ahnung, aber wir wissen ja, sie saßen ja hier vor kurzem, scheinbar versetzt ihr Glaube Berge, also ist alles in Ordnung. Ich so, okay. Was ist denn so im Schnitt so? Ja, eigentlich 8 bis 12 Wochen. Okay, ich habe das alles dokumentiert, also ich kann es doch alles jetzt nachweisen, was ich habe. Wenn jetzt einer sagt, glaube ich nicht, ich habe alles also dokumentiert halt, weil ich halt weiß, ich bin ein auf der einen Seite auch sehr verstandesorientiert, ich habe viele Sachen nie geglaubt und früher bei Zaubertricks wollte ich immer wissen, wie die gehen. Also ich will eine Erklärung haben. Dinge hinterfragen. Genau, und ich will auch einen Beweis dafür haben. Ich will nicht nur einfach, don't be a talker, be a walker. Ich will sehen auch am Ende und auch leben. Ja, und dann war halt die Wette gewonnen am Ende mit mir. Ich habe dann die Hypnose gelernt. Und als ich das gemacht habe, war für mich klar, das ist die älteste Medizin, die wir alle in uns tragen. Interessant. Unsere Vorstellungskraft, unser Unbewusstes, das ist so unfassbar. Hypnose ist ein komisches Wort. Vorstellungskraft finde ich wiederum vielleicht. Ja. Hypnose ist ja einfach, also ist ja so Hypnosis, also so Schlaf, also das heißt ja ein schlafähnlicher Zustand und kommt ja auch aus dem Griechischen, der Begriff, wenn ich das jetzt noch richtig so in Erinnerung habe. Ich meine, ich habe ja jetzt kein Fachbuch vor mir liegen und kann das jetzt einfach mal so rauslesen, sondern mache ich jetzt rein aus meiner Erinnerung. Von daher wirklich bei aller Liebe, wenn ich da jetzt was falsch sage, dann bitte ich um Verzeihung, aber es ist ein schlafähnlicher Zustand. Im Alpha-Modus nennt man das halt. Das ist so der Moment, den wir alle haben. Und jetzt könnte ich ja sagen, wann, jetzt muss ich auch einen Beweis liefern, wann haben wir so einen Zustand. Das ist dann so der Zustand, wo wir wirklich so Raum- und Zeitgefühl verlieren. Und wann ist das so? Wir wissen nie, wann wir einschlafen und wir wissen nie, wann wir aufwachen. Und das ist der beste Zustand für eine Hypnose. Ich werfe nur ein, ich kenne eine Geschichte von Thomas Edison von früher, der hat sich immer eine Eisenkugel in die Hand gelegt und wenn es dann darum ging, wirklich so in die Tiefe nochmal Revue passieren zu lassen, wo ist er gerade bei einer von 1000 Sachen, welche geht dann auch wirklich gut und dann kommt die Elektrizität raus und dann hat er sich immer so im Sessel nach hinten gelehnt und ging dann so langsam in so einen Zustand so kurz vor, aber nicht einschlafen und wenn dann die Kugel runtergefallen ist. So, dann ist er wieder aufgeschnappt. Und dazwischen, genau. In diesem Zustand, da konnte er dann immer verarbeiten. Dann haben die Neuronen neu gefeuert. Ich finde es unglaublich interessant, genau. Weil die Leute sagen von außen immer so, Hypnose und Vorstellungskraft und dieses sich morgens sagen, 5 Sachen für heute, ja. Das klingt alles noch so ein bisschen spooky, aber ich sag mal so ein bisschen so Kopf hoch, Brust raus, sich Dinge sagen, das, was du jetzt erzählst. Ich finde das extrem spannend, da mal Dinge zu hinterfragen und was passiert da genau? Genau, also. Was hast du jetzt, mich interessiert jetzt, was hast du jetzt daraus gemacht? Genau, also das ist genau der Punkt. Also ich habe erstmal festgestellt, dass das total entmystifiziert wurde für mich, dieses Thema Hypnose, weil ich kannte es nur so aus so Shows aus dem Fernsehen. Da gackern dann Leute rum wie Hühner oder machen auf einmal Shakira nach oder denkst so, hey, das ist Hypnose. Oder es gehen Leute in den Laden rein und bringen dem Verkäufer oder der Verkäuferin irgendwelche Sachen bei, die gerade gar nicht machen wollten, sondern einfach, hey, das ist Hypnose. Nee, das ist ein Teil, das funktioniert auch. Also es ist jetzt kein Hokuspokus oder kein Fake, sondern das ist tatsächlich funktioniert das auch. Aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Es geht ja darum, was kannst du denn damit noch machen? Und wenn wir jetzt eine Kaffeetasse, ich habe jetzt hier eine Kaffeetasse, wenn ich die jetzt hochhebe und zum Mund führe,
mache ich das in Hypnose, weil es ist unbewusst, es ist ein Autopilot, es wird komplett unbewusst gesteuert. Mache ich das aber zum ersten Mal, fange ich ja an zu überlegen, boah, wie greife ich die denn jetzt, so wie die erste Fahrstunde im Auto. Also ich habe kaum einen erlebt, außer der ist vorher schon gefahren, setzt sich rein, macht direkt alles klar, Schulterblick anschnallen oder anschnallen, Schulterblick, zack, losfahren, Blinker, super, das macht ja keiner von vornherein total easy, sondern total hochkonzentriert und überlegt sich noch, Mann, wie soll ich jetzt noch die ganzen Verkehrsschilder beachten und Fußgänger und das Ganze, was so alles flexibel da geschehen kann. Und das passiert alles irgendwann im Autopiloten in Hypnose. Und wenn Menschen zu uns kommen, machen wir im Endeffekt Dehypnose. Weil du machst natürlich auch Prozesse und Muster, die nicht sinnvoll für dich sind, in Hypnose. Und die kriegst du ja nicht mit, weil sie laufen einfach ab. Und eigentlich machen wir Dehypnose, also wir enthypnotisieren gewisse Abläufe. Und ja, Hypnose ist was ganz Alltägliches, ganz Normales und das machen wir stetig und wahrscheinlich als Kinder mehr als Erwachsene, uns auch dessen dann wirklich bewusst zu werden, was wir da eigentlich tun. Ja, und so kam es dann, dass ich über Hypnose, Mentaltraining, Coaching, Mentoring, das Ganze mit reingenommen habe in unsere Unternehmung. Und dann kam es auch zu dem Punkt, dass ich halt gedacht habe, ey, was ist denn so meine Expertise neben dem ganzen Sportmentoring, neben der Begleitung von Menschen, Zuhörer zu sein, jemand zu sein, der vielleicht mal andere Fragen stellt. Also ich stelle einfach auch andere Fragen vielleicht. Ja. Ich habe jetzt in einem Podcast von Leon Winscheid und Atze Schröder eine Frage gehört, die fand ich phänomenal. Wer bist du, wenn du nichts tust? Ich liebe, also ich meine, du warst ja in meinem Podcast, ich stelle halt Fragen, die stellen vielleicht nicht, und das sind meine Fragen einfach, ich liebe das, ja, ich überlege immer, was kann man noch fragen, ja, und da habe ich dann halt gemerkt, das tut vor allem Menschen gut, die in einem Konstrukt drin sind, wo sie ständig funktionieren müssen wie Maschinen, und dann habe ich aber auch überlegt, na gut, aber andere Bereiche ist nun mal auch Mentaltraining bei mir. Das eine ist Persönlichkeitsentwicklung und das andere ist Leistungssteigerung, und jetzt kommen wir zu der Ausgangsfrage von dir mit diesem Drehbuch und Freistoß. Und ich habe zum Beispiel recht früh auch angefangen, Marcel Risse zu begleiten vom 1. FC Köln. Damals war er bei Mainz. Und ich habe mit ihm zusammen dann ja auch gearbeitet und begleitet. Und irgendwann habe ich halt gesagt, du, ich habe einfach gesehen, du hast so eine überragende Schussqualität. Und du schießt doch mal bitte Freistöße oder so, ne? Und dann meinte er so, ja, mache ich ganz gerne, aber ich bin dafür nicht so vorgesehen. Und da musst du halt irgendwie reinkommen. So, ja, verstanden. Und dann habe ich gesagt, aber sollen wir nicht mal sowas mal austesten? Und dann haben wir das gemacht. Und dann hat er gesagt, so, ja, schon cool. Und wir haben halt beide uns total interessant kennengelernt. Ich musste ihn halt ja auch irgendwie überzeugen von dem, was ich tue, weil kommen immer Leute in das Leben von so Profifußballern und wollen einem dann irgendwas Tolles erzählen. Und wir haben uns halt kennengelernt in Mainz und er war gerade beim Training und ich kam danach dazu und war in ganz normalen Klamotten, Jeanshose, Hemd, sogar so, ich glaube, so Lederschuhe hatte ich an, so relativ glatte Sohle, und an dem Tag war so nieselig. Und dann haben wir so 2-3 Sachen gemacht auf dem Platz und dann habe ich gesagt, lass uns mal blind Lattenschießen machen. Und dann meinte er so, wie blind Lattenschießen? Ich sage, ja, du blind, ich sehen, weil du bist Fußballprofi und ich habe Triebsport gespielt, also das muss schon fair sein. Also wie jetzt? Ich sage, ja, das ist doch fair. Und dann meinte er so, ja, okay. Und dann hat er die Schlafmaske aufgezogen und hat erstmal natürlich nicht getroffen. Und ich habe getroffen, weil ich habe sehen konnte. Und dann hat er halt gesagt, so, hä, kann nicht sein, nimmt die Schlafmaske ab und sagt, ja, zieh du jetzt mal auf und zeig mal. Ja, jetzt wusste ich aber natürlich nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber ich gehe immer mit der Einstellung dran bei solchen Sachen. Die Dinge müssen nicht funktionieren, um zu manipulieren in dem Sinne, sondern sie dürfen funktionieren in dem Moment, wenn die Konstellation die richtige ist. So ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen abgefahren, aber ich will nicht, dass es immer funktioniert, so nach dem Motto, ich muss jeden überzeugen, sondern ich weiß, wenn es jetzt funktioniert, ist das der richtige Moment gewesen. Ja, und ich ziehe diese Schlafmaske an, sehe natürlich, wo der Ball liegt, das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass du überhaupt weißt, wo der liegt und dass hier den jetzt auch keiner wegnimmt, aber dann Schlafmaske, und dann habe ich geschossen und dann höre ich nur so, bam, getroffen. Dann hat er die Maske genommen, war voll sauer und hat gesagt, okay, alles klar, und jetzt machst du das Wettbewerbsding auf in so einem Profifußballer, und dann hat er so lange probiert, bis das auch geschafft hat. Dann habe ich ihm gesagt, du, pass auf, es ist so, dass wir zu 1% nur scharf sehen. Wir sind 2 Stunden am Tag blind, weil wir ja blinzeln. Ja, das wird ausselektiert vom Nervensystem und ausgerechnet. Und dann würden wir uns selbst nerven, wenn wir die ganze Zeit Blinzeln wahrnehmen. Und indem ich jetzt gerade sage, dass wir blinzeln, nimmst du das Blinzeln wahr.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Und während du das wahrnimmst, vergisst du zu atmen. Mhm. Also das ist eine grundlegende Reihenfolge, die wir immer so haben in uns. Und das ist kein, oh, ich weiß das vorher, sondern so funktionieren wir, glaube ich, fast alle. Oder gehe ich mal davon aus, denen ich begegnet bin. Und aufgrund dieser Tatsache, dass wir die Sachen auch blind können, wenn wir sie nämlich gut können, können wir alles andere auch. Mhm. Und so kamen wir immer mehr in diese Richtung des Freistoßes. Und dann habe ich immer gesagt, hey, wie ist denn der optimale Freistoß für dich? Und er hat gerne so aus 30 Metern den Freistoß gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, ja, wie geht denn das dann? Ich sage, aufschreiben. Also wirklich ein Drehbuch schreiben. Ja. Wie soll ich mich jetzt hinsetzen und schreiben wie in der Schule? Ich sage, ja, genau so ist es. Und erstmal war so ein bisschen Ablehnung und dann hat er aber gemacht. Und dann hat er immer ein bisschen mehr investiert. Also das gehört auch dazu. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr machen als üblich, als vielleicht auch der Durchschnitt. Ja, und ja, dann ist er mal eine halbe Stunde länger geblieben, mal eine Stunde länger geblieben, hat immer mehr probiert, immer mehr geschossen, das Drehbuch immer weiter optimiert. Ja, bis er dann letztendlich dann tatsächlich 4 Stück aus 30 Metern hintereinander gemacht hat. Und dazwischen gab es sogar noch mal einen Kreuzbandriss und er ist ausgefallen und hat den Freistoß einfach weitergeschossen, als er wieder zurückkam. Und das zeigte halt, dass es so unbewusst drin war bei ihm, dass er diese Qualität halt hat. Das heißt nicht, dass er jetzt unter Garantie jedes Mal, aber er hat 3-mal Tor des Monats und 1-mal Tor des Jahres damit gewonnen, mit diesen Freistößen. Ich denke gerade ein bisschen an der perfekte Wurf von Dirk Nowitzki. Exakt. Kann man es ein bisschen vergleichen, wo alle mal denken, ach, das ist, wie kann einer nur so erfolgreich werden? Oder Michael Jordan, wahrscheinlich gerade mit The Last Dance unterwegs. Gut, da gibt es noch ein paar andere Einblicke, aber wirklich dieses, wenn mich auch Leute fragen, wie lerne ich denn auch für Mathe? Ne? Das ist mal eben nicht so, ich schaue mir ein paar Videos an, sondern es ist dann eben auch Arbeit. Einen Ablauf aufschreiben, sich dem bewusst werden, Dinge auch mal, gut, ich komme dann immer, werde auch mal zum Erklärer, dadurch lernst du. Erzähl mal, was du da genau machst. Ne? Also okay. Total schön. Mhm. Also wie du es gerade gesagt hast, ich habe auch gemerkt, dass ich immer gleichzeitig nicht nur Mentor bin, sondern auch Mentee bin, weil ich ja ganz viel über den Profifußball gelernt habe. Und da bin ich auch Schüler in dem Moment. Mhm. Also wenn ich Lehrer bin, bin ich gleichzeitig Schüler. Das muss man auch mal akzeptieren. Ja, das ist total cool halt. Und ja, und dadurch ist das phänomenal, was wir da können. Also ich wusste ja auch nicht, dass so ein Drehbuch diesen Effekt hat und dass er selbst so einen Ball blind schießen konnte. Ja, und das haben natürlich alle anderen auch mitbekommen. Dann gab es dann auch mal so einen Zeitungsartikel darüber und das war dann schon interessant. Aber letztendlich rief trotzdem kein anderer Bundesliga-Verein an und hat gesagt, hey, das wollen wir auch haben. Weil du könntest dadurch natürlich, also jetzt bin ich auch mit dem Experten hier, ja, aufgrund der Wahrscheinlichkeit, wenn ich doch das anwende, was als Rezept gilt für Erfolg, und ich mache es mir bewusst und kann es anwenden, müsste es doch jeder Verein eigentlich machen. Ja, ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ist es Confirmation Bias? Also ich möchte das bestätigt haben, wo ich dran glaube und ich glaube eher daran, das geht nicht. Also das war dann, keine Ahnung, Glück oder sowas, deshalb lasse ich es mal. Genau wie mit Videolernen, es ist nicht das Nonplusultra, aber Bewegtbild, Mathematik eingefangen, gut, prägnant erklärt, unterstützend zum Lernprozess, keine Ahnung, jahrelang, Flanke, 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 jetzt, oh, könnte doch was sein, lass uns mal beginnen, lass uns jetzt auch mal wissenschaftlich untersuchen, Tests machen, etc., ich weiß es nicht. Also manchmal, ne, Innovation, keine Ahnung, kann ja manchmal ganz einfach sein, ne? Ich kombiniere ein paar Sachen neu, dann müssen sie aber auch mal wirken, wenn die erste Sache wirkt, könnte ja Glück sein, ne? Und dann passieren andere Dinge. Du, wer weiß, aber umso schöner ist es doch, und du hast dich ja davon jetzt nicht beirren lassen die ganzen Jahre, ne, sondern du gehst die Wege weiter und man sieht ja nur noch mal, wie man von einer Geschichte dann eigentlich und Geschichten erzählen, ich meine, dafür sind wir ja Mensch, ja, wir erzählen Geschichten, dann stehen auch noch tolle Dinge draus. Ich meine, Business ist doch super, super gelaufen, läuft weiter. Ja. Wie viel seid ihr jetzt? Wir haben einfach dann aus Compass Mentoring dann quasi immer weitere Firmen gebildet, weil wir einfach gesagt haben, wir haben so viel am Anfang gemacht, dass wir aufgrund von Klarheit ja auch dann das ausgegliedert haben. Wir haben dann tatsächlich den Bereich Finanzierung weitergemacht. Compass Finance, das mache ich quasi so gut wie gar nicht. Also ich bin natürlich mit Gesellschafter, weil das aus unserer Hauptfirma rausgenommen wurde, der Teil, den Martin halt hauptsächlich gemacht hat. Und dann haben wir noch Compass Immobilien und ich bin halt hauptsächlich für den Bereich Compass Sports und Compass Mentoring unterwegs.
Und ja, so haben wir uns das dann aufgeteilt. Ne? Und jetzt sind wir im Jahr 2020 und man merkt jetzt wieder, ne, wo geht die Menschheit hin? Thema Digitalisierung, digitalisierter Content in Form von Videoerklärungen etc. Und ich habe auch schon, ich habe es auch in meinem Buch beschrieben, nichts geht über das Vor-Ort-Erlebnis. Es wird halt anders sein, wir brauchen den Mensch. Aber ein super Additum, Thema lebenslanges Lernen, welche Richtung gehst du, geht ihr jetzt zum Thema, also ich challenge ja auch, kann man etwas wie Mentoring einfangen in einer App? Ja, gibt es irgendwann einen Avatar, wo eine KI dann es so echt macht, dass du praktisch vor, was ich eben nicht, also selbst in den Gesprächen, die ich mit wirklich führenden Köpfen aus der KI habe, wo man sagt, Moment, was kann die KI, was kann sie nicht, wo sind wir gerade, wo stehen wir, wo kann es vielleicht hingehen? Aber so dieses Erlebnis, wenn wir uns auch anfassen, wenn du diesen Test machst an dem, an dem hier mit den beiden Fingern und wie soll das über eine App gehen? Aber was geht? Und irgendwas geht ja additiv. Was machst du, was macht ihr gerade? Ja, wie du es gerade auch gefragt hast, so wie viele seid ihr? Wir haben dann Zuwachs bekommen, weil wir dann den Sportsbereich ausgegliedert haben. Es kam ein Anruf Ende 2018 von Christian Panda zufälligerweise, mit dem das erste Interview war für die Facharbeit. Ja, kam dann quasi die Anfrage von ihm beziehungsweise die Aussage, ey, ich will Sportmentor werden, ich würde gerne zu euch kommen, wie können wir das machen? Und da haben wir 2019 dann halt den Compass Sportsbereich ausgegliedert und dann in die Compass Sportmentoring GmbH gepackt und mit ihm zusammen dann die Firma gemacht. Und ja, Compass heißt halt alles, weil es Martin und ich sind. Das ist Cordic Martin Paschke Charon, das ist die einfach unsere Initialien. Und wir dienen als Orientierungshilfe, um dahin zu kommen, wo ich mich tatsächlich in Richtung Erfüllung bewege. Und deswegen halt auch der Compass an sich. Also wir sind jetzt keine Reiseagentur in dem Sinne. Ne? Also Compass zeigt mir mal, wohin es geht, Norden, Osten, Süden, Westen. Aber schon, deswegen zeigt unser Compass auch so nordöstlich so, ja, wo die Sonne halt als erstes zu sehen ist. Ne? Nicht aufgeht, weil irgendwie mit der Zeit wissen wir ja wohl, dass die Erde sich vielleicht um die Sonne dreht. Wahrscheinlich, ich kann es nicht beweisen, weil ich war noch nicht außerhalb des Planeten, aber wir sagen ja immer noch, die Sonne geht auf und unter. Das Paradigma von vor 500 Jahren ist wohl scheinbar immer noch voll in unserer Birne. Deswegen sage ich, da sehen wir sie als erstes. Oder, ja, denke ich mal, ist die treffendste Beschreibung. Und deswegen ist dann dieses Kompass-Symbol immer überall zu sehen. Und dann fing es halt an, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt echt einige Profisportler. Wir haben aus Volleyball, Golf, Tennis auch schon welche dann da an Bord haben dürfen. Einfach auch, um nochmal mehr Erfahrung sammeln zu können. Das auch nochmal so interdisziplinär, also untereinander verteilend nochmal aufzuarbeiten und aufzubauen. Nochmal vom Tennis was in Fußball, von Volleyball in Fußball umgekehrt. Das ist ja sensationell. Ja, und da kam die Geburtsstunde von Mentaletics halt, dass wir gesagt haben, wir machen ein digitales Programm über 12 Wochen mit den 3 Kernbereichen Motivation, Fokussierung und mentale Stärke, wo die Leute sagen, okay, ich kann mir jetzt erstmal eine Menge Coaches sparen, Seminare sparen und Bücher lesen sparen, habe das alles in diesem Programm und jetzt kann ich nicht alles machen und sicherlich nicht auch der Martin und der Christian Panda, sondern wir haben uns dann Verstärkung geholt. Also unter anderem meine Frau, Rebecca, die ist Sporttherapeutin, die hat Sportwissenschaften studiert an der SPOHO. Dann kam dazu die Clara Fabri, Sportpsychologin. Wir haben selbst einen super Physio, Osteopathen im Team, Mario Greul. Wir haben, also das ist auch mal interessant, viele denken sich, ah ja, Mentaltrainer oder Sportmentor, der braucht ja keinen eigenen, mit dem er arbeitet oder so. Ich habe auch ganz gerne einfach Inspiration noch zusätzlich, was auch Techniken angeht, aber vielleicht auch mal einfach als Ratgeber, Impulsgeber ist da zum Beispiel Christian Lottermann und das ist so unser großes Team, das wir haben, was sich so da vereint und wo wir sagen, das steckt hinter diesem digitalen Programm und die Leute können auswählen, ob sie einfach sagen, ich will das erstmal kennenlernen und mach so ein 12-Wochen-Programm und die können das komplett über ihr Smartphone bedienen mit einer digitalen Nachhaltigkeitsgarantie. Und das bedeutet nichts anderes als, ich habe ein digitales Tagebuch, ich habe alles, was ich erarbeite, wird abgespeichert und ist abrufbar. Und die können am Ende nach den 3 Monaten sich ihr Mentaletics Tagebuch ausdrucken und haben alles, was sie gemacht haben, in den Wochen nochmal in Übersicht. Wer schreibt, der bleibt. Ja? Wer seine Aufgaben nochmal schreibt, selber macht. Ja. Deswegen haben wir auch gemerkt, hey, neben aller digitalen Inhalte wollen die Leute ein Workbook haben. Die wollen tatsächlich ein Buch haben, das sie noch reinschreiben können. Ja, ja. Weil wir so Sachen machen wie Visionsbaum. Also erstelle deine eigene Vision, damit dir auch klar ist, was für Ziele du haben willst. Oder welche passen. Weil häufig haben wir das Problem, dass wenn wir Ziele erreichen, auf einmal feststellen, ach, das ist doch nicht so toll. Ja.
da hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Curry dran sein können, ja. Also das ist ja total interessant, aber wie soll denn das auch funktionieren, wenn ich gar nicht weiß, wofür ich hier bin? Ja. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und ich bin einer, der, ich kann jetzt nicht hier noch Fliesen legen, ich kann nicht noch elektrische Leitungen verlegen, das kann ich alles nicht. Aber was ich kann, ist, ich kann mich an ein System anschließen und das ist das Nervensystem. Mhm. Und zu der Frage mit dem Avatar, ja, ich bin total überzeugt davon, dass ein Avatar, eine KI, ganz, ganz viel übernehmen kann, weil ich da eine gewisse Objektivität in diesen Algorithmus packen kann oder habe grundsätzlich. Nur was, wo ich denke, was wirklich noch ein bisschen die Schwierigkeit sein wird, ist dieses, wenn du mich an einen Menschen ranlässt und ich darf und ich darf diese Hand in, also die Muskulatur in meinen Händen spüren, läuft noch irgendwas anderes, was ich dir jetzt nicht so ganz erklären kann. Ja. Da bin ich lese das System, wie ein ITler eine Programmiersprache kann, habe ich das irgendwie. Hier scheitert die KI eben noch. Wenn ich es nicht erklären kann, wir können ja noch nicht mal das, was bei uns oben abgeht, komplett erklären. Deshalb, ich habe gerade das Buch und auch bald in meinem Podcast der Autor von Das Neue Lernen heißt Verstehen, sensationelles Buch, auch an dieser Stelle, wo wirklich in die Tiefe reingegangen wird, was passiert eigentlich oben bei uns, bei Prozessen, wann, wie lernen wir, wann verstehen wir auf welche Art, und genau diese Interaktion zum Mensch, und das challenge ich eben auch, ich meine, die nächsten Jahre, 10 Jahre werden spannend, aber da bin ich voll bei dir und kann das nochmal bestätigen, das finde ich so interessant, und erstmal da in einen Prozess jetzt zu gehen, wie du gesagt hast, ihr habt da einen digitalen Prozess, aber ich denke mal, man steht ja dann eben auch parat, wenn man jetzt sagt, und jetzt, okay, jetzt bin ich da durchgegangen, aber jetzt brauche ich, weiß ich nicht, Charon live, oder? Genau, und das ist der Punkt. Also erstmal auch so ein bisschen so, was kaufe ich mir da überhaupt ein? Mhm. Also wer mich jetzt googelt oder unsere Firma wird sehen, wir haben jetzt nicht irgendwo 4 Millionen Abonnenten oder irgendwas. Und das ist ja dann quasi der Social Proof aktuell, wenn es das Richtige ist, wie ich das beschreibe, oder so ähnlich. Ja. Ist ja nun mal so, dann wird ja kaum noch hinterfragt, was da wirklich hintersteckt. Das haben wir jetzt in der Form nicht, weil wir uns eher zurückhalten. Jetzt gehen wir ein bisschen raus, wie mit dem Content Podcast, Dialog ohne Masken, wo ich einfach sage, pass auf, da muss auch ein gewisser Inhalt, ein gewisser Wert drin sein. Damit gehe ich gerne raus, aber jetzt nicht so irgendwie hier, ich bin jetzt hier bei Tottenham Hotspur und also irgendwie, dann hätte ich das Gefühl, es könnte sein, dass jetzt dann die Leute, mit denen ich arbeite, denken, ach guck mal, der will mich als Vehikel benutzen dafür und das fände ich dann sehr unglücklich und dann würde ich mich nicht mehr wohlfühlen. Also genau das ist dann halt der Grund, warum ich dann gerne jetzt in so einem Podcast wie mit dir jetzt hier zusammen bin und dann das auch vorstellen kann und die Leute darüber auch nochmal ein Gefühl entwickeln. Ja. Also haben sie dieses Programm und können erstmal die Grundlagen schaffen für mentales Training, für vielleicht dann, wenn sie noch sagen, ich nutze Coachings dazu, aber wir haben verschiedene Pakete, Basic, Basic Plus, Premium, wo sie dann sagen, okay, nach diesen jeweiligen 4 Wochen habe ich immer noch mal 90 Minuten Coaching, was per Zoom oder auch persönlich laufen kann. Aber dann dürfen die Leute zu uns kommen. Dafür haben wir das auch zu einem guten Preis gemacht. Und dann können wir noch mal individuell an den jeweiligen Themen halt arbeiten, die sie da erarbeiten. Und dann haben wir das also direkt schon so per Zoom-Calls aufgebaut. Und das wurde auch direkt noch vor 1,5 Jahren sehr belächelt. Und jetzt auf einmal heißt es, ja, super, dass ihr das anbietet. Ja, das brauchen wir. Da denke ich so, okay, aber vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr haben die Leute noch gesagt, nee, das geht nicht, das geht immer nur persönlich. Ja. Gesagt, wir können es diese ganze Zeit sparen. Wenn ich natürlich an das Muskelsystem dran will, dann brauche ich persönlich. Ja, und jetzt vielleicht noch zu dem Ding, was du ja auch angesprochen hattest, zu dem Schwank Mentaletics Kids. Ja, vielleicht zum Ende hin, das würde mich jetzt eben auch interessieren, weil es eben ein Riesenthema für mich auch ist, frühkindliches Lernen, ne? Digitalisierung hin oder her, ab welchem Alter machen wir was mit Kids, was machen wir überhaupt mit Kids, wo soll die Reise hingehen, deshalb gerne jetzt noch zum Ende hin, weil das ist ja noch in Planung, oder? Ja, es ist jetzt, also wir haben mit Clara eine Person, die da absolute Liebe zu verspürt, auch zu diesem Projekt und das auch entwickelt und das jetzt auch zu ihrer Masterarbeit macht, in der Sportpsychologie und ich sowieso selber 2 Kinder habe. Genau, Familienvater. Genau, und ich merke jetzt einfach allein jetzt in dieser Situation, aber es wäre auch unabhängig von Corona gewesen, merke ich, dass vor allem Kinder eine Unterstützung noch zusätzlich gut tun könnte.
Wie gesagt, als Angebot, aber letzten Endes kommen immer wieder die Themen auf: Selbstwert, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, zu wissen, was ich gut kann, was sind meine Stärken, was sind aber auch meine Schwächen, meine Klarheit dazu zu haben, wie kann ich daraus auch gewisse Stärken entwickeln. Wir nehmen ganz gerne aus dem Sport, deswegen verknüpfen wir das gerne mit Sport einfach, weil das cool ist. Und nicht jetzt irgendwie sowas durchpsychologisiertes, nichts gegen die Psychologie, aber die meisten Leute denken halt direkt wieder, oh, ich bin dann krank oder so oder nicht gut genug, sondern es geht einfach darum, hey, du, wieso nicht auch was Gutes noch besser machen? Und wenn ich vielleicht etwas gerade nicht gut kann, dann kann ich das auch nutzen, ganz, ganz gut eigentlich. Ja, und genau darum geht es letztendlich, mich darüber bewusst zu oder darüber bewusst zu werden, was ich gut kann und wie ich es einsetzen kann. Und da haben wir so ein schönes Beispiel aus dem Fußball, Rafinha, ein Verteidiger, damals bei Schalke und bei Bayern München, der war recht klein und konnte halt keine Kopfballduelle so gut gewinnen, weil er einfach zu klein war. So, aber was er super konnte, waren Zweikämpfe. Also was hat er gemacht? Das Timing für den Zweikampf abgewartet, den Großen quasi, der zum Kopfball geht, aus der Balance bringen, sodass der zwar an den Ball kam, aber dann ging der Ball ins Aus und er konnte einen super Einwurf, also hat er den Ball ins Aus befördert über diesen Gegenspieler und hat einen Einwurf gemacht, den er super konnte, perfekt kombiniert. So, und darum geht es letztendlich. Also am Ende schreiben diese Kids nach 6 Wochen ihre Game-Changer-Karte, also ihre Siegeskarte, wo sie wissen, was kann ich gut, wie kann ich es einsetzen, vor allem dann, wenn es mal nicht so gut ist für mich. Wir haben so viele Kinder, die gemobbt werden. Ich habe selber zum Teil erlebt, einfach aufgrund der Geschichte, die ich ja schon eingangs gesagt habe und deswegen auch so ausgeführt habe, damit dafür auch ein Verständnis ist, was steht eigentlich hinter diesem Programm. Und unser gesamtes Team liebt jetzt schon dieses Programm, was wir da kreiert haben. Die Videos sind schon alle fertig und die sind super geworden. Also sobald du das unter dieser Prämisse Kids machst, werden alle Videos auch anders. Also es wird auch immer viel kurzweiliger, lustiger, spaßiger. Wir haben richtig viel Liebe reingesteckt und haben gesagt, wir wollen ein ganz tolles Programm machen, das für vor allem auch für die Eltern interessant wäre, wenn sie das mit ihren Kindern zusammen machen. Super. Weil es kann am Frühstückstisch oder beim Abendessen halt direkt wieder auch alles zerrissen werden. Ne? Ja, könnte bei dir genauso sein. Ja, wie so ein Daniel Jung, der Mathe-YouTube-Videos macht. Was soll ein YouTube dir da für Mathe erklären? Ja, hör mal auf mit dem Blödsinn. Ne? Ja, und dann denkt sich das Kind, oh ja, okay, ja, dann traue ich mich das jetzt nicht mehr anzugucken. Ja. Ohne, dass sie dich gesehen haben. Genau. Und das meine ich eben. Also in dem Fall, ne, liebe Eltern, liebe Kids, macht das zusammen, das Programm. Und da haben wir gesagt, da würden wir niemals mehr berechnen, sondern die Eltern kriegen einfach einen Zugang on top und können es direkt mitmachen und kriegen Workbook mit und machen es und können sich austauschen mit ihrem Kind, wenn sie mögen, freier Wille. Und das steckt da halt hinter. Und das ist unsere Liebe jetzt, weil wir denken, dass ganz viele Kinder jetzt eventuell auch leicht traumatisiert aus dieser Situation rausgehen können. Vielleicht aber auch nicht. Es muss ja nicht jetzt nur für die Menschen sein, die jetzt aus der Situation halt diese Erfahrung haben, aber diese Bandbreite trifft es und hat auch jetzt nicht nur was mit Sport zu tun, das ist ganz wichtig. Und das ist das, was wir jetzt kreiert haben. Super. Also ich bin super gespannt. Wir werden im Nachgang so oder so noch vor allen Dingen über diese Geschichte sprechen. Ich danke dir für den Besuch. Ich könnte stundenlang noch weiter sprechen. Wir werden uns auch definitiv nicht das letzte Mal gesehen haben. Diesmal warten wir nicht mehr, ich weiß gar nicht, 10 Jahre oder wie lange ist das letzte Mal? Ja, genau. Wir haben uns so oft gesehen in letzter Zeit wie in den letzten 10 Jahren noch nicht einmal. Ne? Also das ist also A, super Geschichte. B, glaube ich auch, wenn man jetzt im Nachgang hier reingeht, was ist da eigentlich passiert? Dinge ausgetestet aus Dingen, wo man gar nicht glaubte, dass da ein Business draus werden kann. Ist ein Business draus geworden. Inbrunst steckt dahinter. Sich Sorgen machen, sich kümmern um den Nachwuchs. Also toller Mensch, tolle Geschichte. Ich freue mich, wenn wir in Zukunft auch noch was zusammen machen. Ja, an dieser Stelle dir auch weiterhin viel Erfolg. Und an alle Zuhörer, Zuschauer, ich packe entsprechend die Verlinkungen rein. Schaut vorbei, hört in den Podcast rein. Es wird sich lohnen. Bis bald. Danke. Bis bald.